And I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. And I intend to seek the Republican nomination for President of the United States in 2024, and I want your support. I'm announcing I'm running for President of the United States. I'm Ron DeSantis, and I'm running for President to lead our great American comeback. Viele RepublikanerInnen haben ihre Kandidatur für die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2024 bereits bekannt gegeben. Wahlwerbespots laufen, Diskussionen entbrennen und gegenseitige verbale Angriffe. Gut anderthalb Jahre vor den tatsächlichen Wahlen startet der Wahlkampf in den USA. Und mittendrin der ehemalige Präsident Donald Trump, der mal wieder vor Gericht steht. Die aktuelle Anklage gegen ihn scheint seiner Beliebtheit in den eigenen Reihen aber nicht zu schaden. In vielen Umfragen liegt er außerdem auch weit vor dem demokratischen Präsidenten Joe Biden. Was steht also zwischen Trump und seiner zweiten Präsidentschaft? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Marie Einter. Hi. Zurück zum Thema. Im August vergangenen Jahres hatte das FBI den Hauptwohnsitz von Donald Trump durchsucht, das Ressort Mar-a-Lago in Florida. Grund dafür, nach seiner Abwahl hatte er anscheinend Regierungsunterlagen behalten, die als geheim gekennzeichnet sind. Deswegen und weil er die Ermittlungen behindert haben soll, ist Trump nun in 37 Punkten angeklagt. Dazu kommen zahlreiche weitere Verfahren wegen anderer Delikte. Trotzdem will es Trump nochmal wissen und hält an seiner Kandidatur fest. In my administration. I'm going to enforce all laws concerning the protection of classified information. No one will be above the law. In meiner Regierung wird niemand über dem Gesetz stehen, das hat Trump 2016 gesagt. Am Dienstagnachmittag Ortszeit steht er nun selbst vor Gericht. Wie wahrscheinlich es ist, dass er tatsächlich verurteilt wird, das habe ich Oliver Lemke gefragt. Er lehrt Politikwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. Lemke meint, wenn man seinem früheren Justizminister glaubt, dann stehen die Dinge für ihn nicht gut. Barr hat sinngemäß gesagt, wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, was ihm vorgeworfen wird, dann ist er toast, also dann ist er erledigt. Das hat jetzt eine Qualität, das ist ernst. Und das kann natürlich dazu führen, dass Trump in einem Prozess tatsächlich als erster Präsident verurteilt wird. Was dabei rauskommt, weiß natürlich im Moment niemand. Aber es ist jetzt die Aufgabe der Verteidigung und es ist Hochnot an der Zeit, dass sie versucht, diese Punkte jeweils für sich zu entkräften. Denn jeder einzelne Punkt ist ein sehr seriöser Punkt. Praktisch bei jedem einzelnen Vorwurf droht ihm, salopp formuliert, mehrjähriger Knast. Es gibt also einiges abzuwägen. Falls Donald Trump aber verurteilt werden sollte, kann er dann trotzdem zur Präsidentschaft oder als Präsidentschaftskandidat zur Wahl im November 2024 antreten? Ja, also nach Meinung beispielsweise des ehemaligen FBI-Directors James Comey kann er das. Er in einem Interview gesagt hat, ja, ist doch vorstellbar, dass Trump in einer Fußfessel dann auf dem Parteitag der Republikaner zum Präsidentschaftskandidaten gekürt wird. Also ja, das kann er und das bringt natürlich eine eigene Dynamik rein. Trumps Ansehen hat das aber nicht geschadet. 80% der republikanischen WählerInnen finden, er sollte trotz der Anklagen als Präsident zur Wahl stehen dürfen. In Umfragen zu den Vorwahlen der Republikanischen Partei hat Trump einen weiten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Ron DeSantis. DeSantis ist der einzige im Moment ernsthafte Kandidat. Er hat erst vor kurzem seine Kandidatur erklärt und es hat bislang keinen wirklichen DeSantis-Effekt gehabt. Also er ist beliebt, er ist auch allgemein in der amerikanischen Bevölkerung relativ beliebt, aber die Unterstützung in seinem Lager ist nicht so stark wie die von Trump. Im Gegenteil, Trump dominiert eigentlich die Republican Primaries, die ja noch gar nicht wirklich begonnen haben, immer noch mit hohen Zahlen. Wir können gern kurz über die WählerInnen sprechen, denn es sieht ja wohl so aus, dass der Prozess, der jetzt startet, oder auch die anderen Prozesse, die es schon um Trump gibt, nichts gegen seine Beliebtheit getan haben. Trotzdem wollen viele Menschen Stand jetzt für Trump wählen. Inwieweit steht denn jetzt vielleicht dieser neue Prozess ernsthaft zwischen ihm und einer erneuten Präsidentschaftswahl oder einer neuen Präsidentschaft? Trump ist ein Phänomen.
Das muss man einfach mal so sagen, weil er schon sehr viele Dinge in seinem politischen Leben gemacht hat, die normalerweise bei vielen anderen dazu geführt hätten, dass sie schon längst erledigt wären. Diejenigen, die ihm vertrauen, seine Klientel, sie stärken ihm eher den Rücken. So, in den Primaries ist das für ihn vielleicht sogar sozusagen ein Vorteil. In der General Election, also wenn er, Trump, als gekürter Präsidentschaftskandidat der Republikaner gegen einen Demokraten, also voraussichtlich Joe Biden, antritt, da stellt sich natürlich die Frage, wie dieses dritte Lager der Independents, also der Unabhängigen, wie die das eigentlich findet, dass ein mehrfach Verurteilter vielleicht dann Präsidentschaftskandidat, ja, er muss ja mehr Stimmen als beim letzten Mal gewinnen. Er muss zulegen. Er hat ja beim letzten Mal gegen Biden verloren, 20. Also ob diese Aktionen dazu führen, dass er populärer auch bei den Independents wird, also darüber darf man ja vielleicht mal Zweifel haben. Das würde ich meinen, ist schwer vorstellbar. Verschiedene Umfragen sehen Trump entweder im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den amtierenden Präsidenten Joe Biden oder sogar leicht vor ihm. Auch bei Biden sind aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama geheime Dokumente gefunden worden. Da er aber mit den Behörden bei der Aufklärung kooperiert hat, ist die Sache bei ihm eher irrelevant, wie Politikwissenschaftler Oliver Lemke meint. Das stört die AnhängerInnen Trumps natürlich. Biden, der wird ziemlich sicher wieder der Präsidentschaftskandidat der Demokraten im kommenden Jahr. Gibt es denn ernstzunehmende Alternativen? Nein. Also es gibt erstaunlich viel Unruhe und Unzufriedenheit, aber weder Williamson, eine Sachbuchautorin, die schon einmal ihr Glück versucht hat, noch Kennedy, einer der Nachfahren sozusagen von JFK Kennedy, haben eine reale Chance. Man hat sich allgemein wieder auf Biden verständigt. Und aus der Partei heraus gibt es keinen ernsthaften Herausforderer. Trotzdem gibt es sehr, sehr, sehr viel Unzufriedenheit. Und man hätte sich eben halt schon einen jungen, starken Kandidaten gewünscht, eine Kandidatin. Dafür hatte man ja eigentlich Kamala Harris vorgesehen, die Vizepräsidentin geworden ist. Biden war ja ursprünglich derjenige, der nur einen Term machen wollte. Und sie sollte dann übernehmen. Das Problem mit Kamala Harris ist eben halt nur, dass sie eine so schwache Figur als Vizepräsidentin abgeliefert hat, eine so schwache Performance abgeliefert hat, dass sie eigentlich nicht wirklich in Betracht kommt. Sie hat letztendlich Glück, dass sie nach wie vor als Vizepräsidentin auf dem Ticket ist. Man muss es mal so deutlich sagen. Aber sie ist auf keinen Fall mehr der Hoffnungsträger der Demokratischen Partei. Das bedeutet, dass ein schwacher, führungsschwacher Kandidat der Demokraten gegen einen vielleicht mehrfach vorbestraften Trump, der Gott und die Welt immer wieder in Irrung und Wirrung sozusagen versetzt, antritt. Also das ist natürlich eine Konstellation, die auch für die USA alles andere als glücklich ist. Und man würde sich ja eigentlich unter den Demokraten wünschen, dass man mit einem starken Kandidaten die Frage der Schwäche der Republicans ausnutzen könnte. Aber leider ist das nicht der Fall. Der Präsidentschaftswahlkampf, der ist gestartet und Donald Trump will ihn gewinnen. Innerhalb der Republikanischen Partei wird ihm wohl niemand so wirklich das Wasser reichen können, auch wenn er verurteilt werden würde. Trumps Basis unterstützt ihn bedingungslos und dominiert die Partei klar. Trotzdem ist der Ausgang des Verfahrens spannend, denn viele Parteilose würden einen verurteilten Trump wahrscheinlich nicht wählen. Zwischen ihm und der Präsidentschaft stehen also vor allem die Independents. Was Trump in die Karten spielen würde, wäre ein Ausfall von Joe Biden. Denn die Chancen der Demokratischen Partei hängen am aktuellen Präsidenten. Nun schaut man in den USA aber erstmal auf die laufende Anklage gegen den Ex-Präsidenten. Damit ist das Urteil in der Sache zurück zum Thema versus US-Wahlkampf 2024 für heute gesprochen. Clelio Burkhardt, Jana Laborenz, Alea Rentmeister und Lars Fein haben an dieser Folge mitgearbeitet. Stanley Baldauf hat sie produziert. Chefin vom Dienst war Nina Potzel. Und ich bin Marie Eiter. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.